Broken Age findet ihr jetzt für 9,99 € im Metastore für die Quest 2 und natürlich auch für die Quest Pro. Es ist ein Schwertkampfspiel im Multiplayer, aber es hat eine sehr andere Spielmechanik, als man es vermuten möchte. Und um was es sich handelt und wie das Ganze funktioniert, das habe ich mir natürlich jetzt für euch angeschaut und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Ja, ich bin im Broken Age und der erste Eindruck, ja, das sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Also auf jeden Fall flimmert hier nichts und so. Und ich soll erstmal kalibrieren. Okay, komm, wir kalibrieren. Zack. So. Ja, man kann es alleine spielen, man kann es im Multi spielen. Es ist ein 1:1 Multiplayer, ne, Schwertkampf. Dort sind wahrscheinlich schon die Klassen zu sehen. Ich habe so Violettenhände. Ja, also erster Eindruck, gefällt mir. Okay, ich nehme mal das Schwert. Oh. Ah, da kommt was. Da muss ich es festhalten? Nein, okay. Grifftaste brauche ich nicht festhalten. Läuft fluffig. Gefällt mir. Und jetzt bin ich gespannt. So, da ist wieder das Schwert. Oh, der sieht, hat schon mal bessere Tage erlebt. Es ist sehr hell, ne? Also es fehlt mir so ein bisschen Kontrast. Also ist eine komische Optik, aber okay. So. Ah, okay. Jetzt habe ich hier die Rüstung an. So, die Klinge wird durch die Energie des Schwertkämpfers gebildet. Sie kann alles durchschneiden. Zack. Okay. Wer ist er denn? Also, die Optik ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber es fühlt sich cool an. Okay, den soll ich jetzt auch durchschneiden. Zack. Mein Gott, ne, hauen die hier auf den Wumms. Zack, er ist zerbrochen. Gut. Bis jetzt ist es einfach, ne? Zack. Kämpfe mit mir. Ja, mache ich. Okay, ich kämpfe jetzt mit dem. Was ist denn? Schlag zu und erlebe die Macht der Klinge. Kann man den auch so? Zack, geht auch. Also reinstechen kann ich auch. So, wer kommt jetzt? Die Klinge ist tödlich. Eine einzige Berührung bringt dir den Sieg. Okay. Die Energieanzeige des Klingenträgers gewährt Schutz. Okay. Versuche mich zu treffen. Er muss ein bisschen näher kommen, Kollege. Zack. Getroffen. Aha, du hast mich nicht töten. Was? Aber du kannst mich nicht töten, solange die Energie in meiner Anzeige ist. Okay, also da ist noch so, die Leiste ist noch voll, deswegen kann ich ihn nicht töten, okay. Habe ich verstanden. Du musst die Klinge deines Gegners sauber durchschneiden, um einen Vorteil zu erlangen. Okay, also man kann auch das Schwert durchtrennen. Zerschneide das ganze Schwert, okay. Zack. So, 62, 29. Treffen sie aufeinander, werden beide Klingen an der Einschlagstelle durchgeschnitten, okay. Und dann geht das dementsprechend hier das Leben runter. Seht ihr, 62, bei mir 29. Okay, also am besten mit der Spitze ganz viel von dem Schwert durchschneiden. Wird sie durchschnitten, regeneriert sich die Klinge wieder. Okay. Ich treff die Kerze nicht hier. So, zerschneide das ganze Schwert. Zack. So, okay. Wird die Klinge durchschnitten, leert sich nach und nach die Klingenanzeige, ist sie leer, regeneriert sich die Klinge nicht mehr. Okay, dann hat man irgendwann ein kurzes Schwert, ne? Dann hat er irgendwann einen kurzen in der Hand, nicht in der Buchse. Okay. Zack. Leere die Anzeige, mache ich doch glatt. Okay. Versuch's nochmal. Der bewegt sich aber sehr langsam. Zack. 70, 15. Zack. So, Klinge kaputt. Erst wenn die Anzeige leer ist und die Klinge verkleinert ist, triffst du den Körper. Okay. Also geht es immer erst auf die Waffe. Schlage mich. Okay, jetzt hat er so ein kleines Schwert. So, zack. Und dann ein Hieb und dann ist man tot. Ne, habe ich richtig verstanden. Okay. Gut. Mach mal. So, hat aber gedauert, bis du jetzt explodiert bist hier, Kollege.
Das kostet einen 10er übrigens, ne? Das finde ich schon mal ganz okay für das, was ich hier sehe. So, gute Arbeit. Denke daran, dass tiefere Schnitte die Anzeige des Gegners schneller leeren. Also immer schön am Griff, ne? Also je näher am Griff, umso besser. Versuche jetzt, mich zu treffen. Ja, dann komm her. Okay. Zack. So, 60, 62. Das war aber scheiße, ne? 60, 62. So, jetzt habe ich aber ganz viele. Was ist das denn? So, leere die Anzeige. Okay, dann springt man zurück. Okay, das ist ganz langsam hier alles. So, jetzt habe ich versucht, vorne mit der Spitze. Ja, das sieht schon besser aus, ne? 93 zu 41. So, jetzt habe ich das wieder mit der Spitze. 32 zu 100. So, jetzt kann ich ihn kaputt machen. Er kommt wieder sehr langsam hier an. Zack, zack, zack. Ja. Okay, also bis jetzt gefällt mir irgendwie das Spielprinzip, muss ich ganz ehrlich sagen. Grandioser Kampf, du bist bereit für die erste Prüfung. Ich dachte, das wäre schon die erste Prüfung. Okay, mach mal. So, erste Prüfung kommt. So, Elo, Stärke 0, Sieg 0. Ach, das bin ich. Gewinne viele Runden in Folge, um zu siegen. Baba. Okay, los geht's. So, Engard, Engard. Was ist das denn? Wieso hat denn der so einen großen? Okay. Das war scheiße hier. Was ist das denn? So, jetzt habe ich versucht ganz viel. Das war schon mehr, aber... Okay. So, das war geil, ne? Ich habe noch Energie. Jetzt kann ich ihn umhauen. Komm her. So, hier Engard. Hast du Engard? Tschüss. Geschafft. So, schneiden 3, schneiden 60. Erweckt 0. Da ist noch nichts passiert. Das ist jetzt ein bisschen unruhig hier von den Kanten, muss ich sagen. Ist nicht ganz so schön, aber es ist okay. Man kann alles gut lesen. Du hast gewonnen, gewinne viele Runden, um Erfolg zu haben. Okay. Ich werde Erfolg haben. So. Broken Age. Duelland. Ritter. Ach so, da wollte ich nur hingucken. Ach so, die kann ich noch nicht. Baba. Wieso kann ich den denn noch nicht? Den Tyrann. Also den kann man noch nicht. Baba, Perser, Samurai. Da habe ich noch gar nichts. Baba habe ich auch noch nichts. Mach mal hier den Ritter. So, wir probieren ihn einfach mal. Ich weiß gar nicht, spiele ich jetzt online oder nicht? Oder Einzelspieler? Ich habe keine Ahnung. So, alle Klassen haben Holz, um ihre Waffen wegzustecken oder zu wechseln. Okay. Ziehe die Klinge an deiner Hüfte. Geht nicht. Hä? Ach, die. Was denn? So, okay, so, jetzt habe ich es geschafft. Benutze zwei Hände, um ein Gefühl für die Waffe zu bekommen. Okay, ihr müsst die Grifftaste nicht drücken. Die zweite hier, ne? Also nur dranhalten den Controller. Ziehe jetzt das Kurzschwert. Okay, jetzt habe ich zwei. Das Kurzschwert ist eine Sekundärwaffe und zerbricht, wenn es durchschnitten wird. Okay. Nimm jetzt dein Schild. Ja, wie denn? Wo ist denn mein Schild? Achso. Okay. So. Das geht durch. Das ist schon scheiße. Der Schild ist ein besonders das kann mehrere Treffer einstecken, wird durch einen zentralen Treffer aber zerstört. Okay. Tung, tung, tung. Du lernst nun, wie du deine Klinge erweckst. Okay, die ist am Schlafen, meine Klinge. Die muss ich jetzt erst noch erwecken. Um deine Klinge zu erwecken, richte die Schneide deines Schwertes auf mich oder richte die Spitze deines Schwertes auf mich. Schneide. Erwecke deine Klinge. Oh, guck mal. Das hört dann auf. Seht ihr da oben? Ich bedrohe dich. Komm her, du kleiner grüner Ritterwicht. Du kleiner grüner Ritterwicht. So. Ich habe sie beschworen. Hier ist er fertig. Gut. Ich will auch ein Schild hier. Komm. So, eine erweckte Klinge tötet einen Gegner, der noch Energie in seiner Anzeige hat. Ah, okay.
Erwecke die Klinge und schlage mich. Sie ist erweckt. So, zack. Bedrohe mich mit deiner Klinge. Okay. Also da oben ist so ein Feuer, ne? Der ist da reingelaufen. Depp. Na komm, zerfliege hier mal. Fertig. Also es gibt ein paar Variationen, ihr merkt es schon. Ich bedrohe dich wieder. Dein Schwert sollte immer erweckt sein, okay. Schlage gegen meine Klinge, okay. Gut. 52, 28 und da ist 35 nochmal extra, guck mal. Eine erweckte Klinge ist stärker. Okay, habe ich verstanden. Zack. Erweckt und präzise. Gut, okay. Der Erweckt-Bonus erhöht deinen Schnittschaden, okay. So, nochmal. 6. Was ist das denn? Wieso habe ich denn jetzt hier so wieder so wenig? Erwecke deine Klinge. Oh. So. Wieso ist es kaputt? Erwecke deine Klinge. Ich habe meine Klinge erweckt. So, gut. Eine flammende Anzeige heißt, dass du erweckt wurdest. Ich wurde erweckt. Gut. Machen wir weiter. Ein letztes Mal. So, gut. Bleib stets erweckt, um für deinen Gegner eine ständige Bedrohung zu sein. Okay. Habe ich verstanden. Denk dran, um deine Klinge zu erwecken, richte die Schneide deines Schwertes auf mich. Also so oder so, ne? Also das geht gar nicht. Seht ihr dann? Und jetzt fängt das an zu brennen. Also okay. Mach mal fertig hier. Komm. Kämpfe jetzt mit mir. Ich kämpfe. Wieso habe ich denn kein Schild mehr? Erwecke deine Klinge. Ich erwecke sie. Okay, so, jetzt kriege ich hier diesen Bonus, seht ihr, 35 extra, weil ich den erweckt habe. Okay, das war das Schild. Ach, schon wieder das Schild. Also dann gehen die Gegner dann immer wieder ein Stück nach hinten, dann müssen wir ein bisschen Geduld haben, bis es wieder weitergeht. So, mit einem Schlag hier, guck mal hier. Alles gegeben. Erwecke deine Klinge. Ich habe ihn noch da. Guck mal, der hat mein Schwert noch in der Brust. Komm her, du Erweckter. Ich bin der Erweckte. Erwecke. Ich habe die erweckt hier. Guck mal. So. Wieso ist denn jetzt hier. Was ist das denn? Der kommt immer näher. So, da hat aber irgendwas nicht geklappt so richtig, oder? Das war doch die ganze Zeit hier am Flammen. Hier, guck mal, hier mit dem kleinen Zahnstocher habe ich ihn noch erledigt. Da. Ende. So, noch eine? Die erweckte Klinge verschafft dir einen Vorteil. Ja, das habe ich verstanden. Okay. So. Solo weiter Hauptmenü. Mach mal weiter hier. So, was haben wir? Basiskampf, erweiterter Kampf, Klingenbrecher, Parade, zweite Luft, zurück zum... Also das ist alles jetzt noch Tutorial hier. Was habe ich denn schon fertig? Basiskampf, erweiterter Kampf, Klingenbrecher, Parade, zweite Luft. Okay, Leute, das gucke ich mir jetzt aber nicht alles an. Also müsst ihr dann selber gucken. Das dauert ja eine Stunde, das Tutorial. So, jetzt haben wir Dojo, wir haben Solo, wir haben Multiplayer, wir haben Optionen. Schau mal in die Optionen. So, da könnt ihr Audio einstellen. Wie kann man das denn ändern? Hä? Greifen? Sprache Deutsch? Ja, wie kann ich das denn ändern hier? Ah, da, jetzt, hier habe ich einen Strahl. Ah, mit der linken Hand. Da kann ich ändern. Starten, Kalibrierung, Sprache, das Team, Analytics und so weiter. Okay. Das ist das Menü. Dann haben wir Multiplayer, mal Solo. So, ich meine das mal Solo jetzt hier, komm. Zack. So, Ritter. Da habe ich schon ein bisschen was. Guck mal, 0 von 5. Dann haben wir noch den Duellanten. Wir haben den Barbar, den Perser und den Samurai. Komm, wir machen mal den Barbar. Gucken, was er kann. Bin gespannt.
So. Boah, der hat ein richtig dickes Ding in hier. Gewinne viele Runden in der Folge, um zu siegen. Okay. Aber ein Schild hat er nicht, ne? Engard, okay. So, ich fülle das jetzt hier. Ich versuche das zumindest. Was war das? Ich habe ihn getroffen. Hier, die Klinge zeigt doch auf dich. Ah, Mann. So, aber es brennt nicht, ne? Wieso brennt der schon und ich nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ich zeig die ganze Zeit auf den. So, jetzt habe ich da was abgeschnitten von seinem Schwert. So, wieder ein Stück abgeschnitten. Aber es war für mich scheiße, ne? Jetzt brenn doch mal hier, ich zeige doch auf ihn. Oh, ich bin gebrochen. Oh, das wird immer kleiner, das Ding hier. Wie soll ich das denn noch schaffen? Okay, ich bin zerdeppert. Du hast gewonnen, du. Okay, erweckt, schneiden. Zum Dojo wiederholen. Geh mal zum Dojo, was immer das ist. Gucken wir uns mal an. So, das Dojo. Der Barbar ist aber doof. So. Parat. Ach so, das ist hier dieses Tutorial praktisch. Ach so, okay. Nee, das wollen wir nicht. Also Dojo ist praktisch Tutorial zum Üben, ne? Also könnt ihr da reingucken, was der Rest noch war. Ich weiß es nicht mehr. So, gut, das war der Barbar. Duelland, nehmen wir den mal. Guck mal, was der kann. Bin gespannt. So. Ach, guck mal hier, wie süß. Ach, guck mal, und so einen kleinen habe ich auch noch. Engard. So, guck mal, das brennt jetzt hier schon, ne? Der brennt aber auch. So. So, ich brenne. Ich brenne für dich. Wieso hat der mir ins Gesicht gestochen? Bist du doof? Mann, mach nochmal. Der hat mir voll ins Gesicht gehauen hier. Das ist aber schwer. Piek. Piek. Piek, 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 piek. So, komm her, komm her. Ja, komm. Ah, ich treffe den nicht. Nur so ein bisschen, ne? So. Wieso hat der denn jetzt nur so wenig und ich habe hier so viel? Scheiß hier. So. Kleine Waffe ist weg. Boah, man kriegt die gar nicht kaputt. Was soll denn das? Leute, ich verliere hier immer mein halbes Schwert und dann nur so ein bisschen. Ich bin schon wieder broken hier. Ja, komm, mach. Komm hier auch selber jetzt hier können. Ja, mal fertig hier, komm. Ja, toll. Hast du gut gemacht. Ich krieg da keinen Flow für, Leute. So, nein, ich wollte nicht zum Dojo. Sorry. Nee. Hauptmenü. So, jetzt probieren wir nochmal ganz kurz den Multiplayer aus. Gucken wir mal, ob wir welche finden. So, beitreten, erstellen. Wir können was erstellen, wir können beitreten. Es gibt eine Rangliste. Okay, ja, da habe ich ja noch nichts. Ein bisschen habe ich da hier den Ritter. Warteschlange gestartet, Spiel wird gesucht. Okay. Spiel gefunden, warte auf Spieler. Okay. Ich guck mal, ob der mich hören kann, ne? Okay. Hallo, hallo. Hallo? Okay, ich sehe gerade, da ist jemand. Oh, ein Engard, ein Wulzrex. Okay.
Okay, jetzt gehe ich ja wahrscheinlich unter. So. Von mir wieder so viele, das ist doch scheiße. So, mein Schild ist weg. So, das hat wehgetan. Okay. Oh, ich bin broken. Shit hier, shit happens. So, aber ich bin noch nicht tot, ne? Okay. Also ich kann immer noch gewinnen. Ich habe ja diese flammende Geschichte hier. Oh, ich glaube, das war's. Defeat. Okay, so ein Duell geht dann ziemlich schnell. Okay, ich verneig mich auch, ja. Dankeschön. Achso, das geht nochmal, okay. Aha. War das gut? Das war scheiße, ne? Okay. So. Das tat ihm weh, guck mal. Okay, das war mein Schild, der ist weg. Das tat richtig weh. Oh. Ich hab nichts mehr hier. Was ist das denn hier? Minischild, guck mal. Okay. Ah, okay. Der hat mir geholfen, guck mal, Leute. Ich habe schon wieder verloren. Hm. Sind das zwei Runden? Ich weiß das nicht. Nochmal, okay. So. Okay, das war gut, ne? Ja, das war gut. Mann! Das war teuer. Das war nur für mich. Ah! Der hat das echt drauf, ne? Das muss man ihm mal lassen. So, jetzt habe ich mich einmal gewehrt. Wenigstens ein bisschen. Ha! Kleines Schild. Ich gebe alles hier. Und schon wieder verloren. Aber der ist gut, ne? Also, das muss man ihm mehr lassen. Okay. Okay. Dankeschön fürs Spielen. Hauptmenü. Okay. Ja, das ist der Multiplayer. Ihr seht, ihr findet auch sofort Spieler. Das funktioniert. Es ist sehr eigentümlich, ne? Also, da müsst ihr euch reinfuchsen. Es ist gar nicht schlecht, muss ich sagen, für einen Zehner. Das hat was, ne? Ist eine andere Spielmechanik mit den Schwertern und so, aber ich finde das irgendwie, es ist ganz cool. Also wer auf sowas steht, kann hier wirklich bestimmt eine Menge Spaß haben. Es ist nicht nur Schwertkampf, es ist noch ein bisschen Taktik dabei, ne? Muss man schon sagen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal im Broken Age Fazit wieder. Ja, wie ich am Anfang schon erzählt habe, es hat eine andere Spielmechanik und die ist sehr seltsam. Also es geht im Grunde erstmal darum, dass man die Waffe des Gegners zerstört. Und das geht sehr behäbig vonstatten, ja, so möchte ich es mal nennen. Also der Gegner kommt auf einen zu, sehr langsam. Und dann geht es eigentlich darum, dass man nur einen Hieb erstmal ausführt, um dann zu sehen, ja, welche Waffe wie viel Teile verloren hat, wie gut man zugeschlagen hat. Dass man das Ganze sehr gut und sehr trickreich machen kann, das habt ihr im Multiplayer gesehen, also gegen den ich da gespielt habe, der hatte das voll drauf, muss ich gestehen. Aber er war nett zu mir und hat mir sogar gesagt, hey, du hast ja noch so eine Zweitwaffe, ne? Vielen, vielen Dank an diesen unbekannten Spieler da draußen. Ja, optisch sieht das wirklich sehr, sehr cool aus. Es ist eine eigenwillige Grafik, aber das sieht wirklich stimmig aus. Das funktioniert. Alles andere technisch natürlich auch. Es gibt verschiedene Klassen. Und für 9,99 € macht ihr da absolut nichts falsch. Also ich hätte das nicht gedacht. Aber man muss natürlich diese Spielmechanik mögen. Es ist jetzt nicht sowas wie Iron Knights, ne?
wo es wirklich drauf ankommt, dass man hier viel und schnell kämpft. Hier geht es wirklich praktisch, ja, es kommt einem vor wie Zug um Zug, ja. Also wie gesagt, nach jedem Schlag geht der Gegner ein Stück zurück. Man schaut wieder, wie viel Energie hat man noch oben, ne? Oder ist das Schild kaputt und so weiter. Ja, was macht man beim nächsten Schlag? Also so ein bisschen Taktik, Strategie ist mit drin. Ja, für 9,99 €, wie gesagt, mega, mega fairer Kurs. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mit der Spielmechanik klarkommt. Jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt zu diesem Spiel. Habt ihr sowas erwartet oder sagt ihr jetzt auch, wow, das ist ja mal was ganz anderes, das schaue ich mir jetzt gerne an. Schreibt das gerne mal alles hier unten in die Kommentare. Werde ich mir natürlich alles durchlesen und natürlich auch alles beantworten. Ganz zum Schluss, wie immer bei meinen Videos, natürlich unser Discord-Server. Tretet gerne bei, den Link zu unserem Discord wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Eine große, schillige VR-Community wartet dort auf euch mit Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, täglichen Deal, der Quest und noch weitere Sales. Ja, also ihr könnt richtig Geld sparen bei uns. Alle AppLab-Neuerscheinungen werdet ihr dort finden. Ja, die werden dort regelmäßig gepostet. Ihr findet kleine, große Gewinnspiele. Also einfach mal vorbeischauen. Ein richtig toller, cooler VR-Haufen, so möchte ich es mal nennen. Und wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, viel Spaß mit Broken Age, ja, und bis beim nächsten Video. Sehen wir uns natürlich wieder. Schönen Abend, schöne Woche, euer Sascha.